Moin sind und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickforce! Ja! Oh, wie sehr ich es vermisst habe, diesen einen Satz zu sagen. Mit dabei im TS der einzige, der wahre, der echte, der geile, der pädophile Easy. Was? Ja. Wieso pädophil? Okay. Hattest du gerade auch einen Brain Lag? Hatten wir gerade eine sehr interessante Diskussion darüber, Leute, was Brainlegs sind. Ihr wisst schon, wenn man mitten in der Deutschstunde kurz anfängt, über das schöne Heimbett zu träumen und wie geil es doch jetzt darin wäre und auf einmal angeschrien wird, dass man was endlich sagen soll und nicht rumsabbern soll und auf einmal 15 Minuten des Unterrichts irgendwie an dir vorbeigezogen sind. Kann ich nur empfehlen. Falls das die vielen Menschen, die normal im Kopf sind, nicht verstehen, was wir meinen, das ist sowas wie like a Homer Simpsons, der immer so erzählt, ich habe keine Pausen in meinen Sätzen. Oder? Sowas hat GP ganz oft. Ey, das ist Rufwort, Junge. Das ist eine ganz gemeine Lüge. Nun denn, dieses Video hat aber auch noch einen ganz weiteren speziellen Grund. Mr. Dino, halt die Fresse. Ich bin gerade mit Easy am Reden. Du hast auf dieses Video einen ganz speziellen Grund. Und zwar, der liebe Easy hat sich einige gute, neue, geile, habe ich schon gesagt. Na, habe ich schon cool erwähnt. Egal. Und zwar hat sich der Easy ein besonderes Event ausgedacht. Und zwar, Easy, stell das jetzt mal bitte vor. Ich habe die Hälfte von denen noch eh nicht gerafft. Da wird mir jetzt vielleicht noch mehr klar. Okay. Es sind drei Wettbewerber. Die letzten beiden verrate ich erstmal noch nicht, das bleibt noch erstmal unter Verschluss. Der erste beginnt mit einem Map-Contest für den Zombie-Modus, weil ja der Zombie-Modus jetzt sehr oft nicht so gemocht wird, sag ich mal, weil immer alle campen oder irgendwelche Farmer-Maps gespielt werden. Deshalb wollen wir das mal wieder ein bisschen aufpeppen, weil, wie jeder weiß, ich selber spiele nichts anderes außer Zombie-Modus und Defense. Und GP spielt auch sehr, sehr gerne diesen den Zombie-Modus. Das heißt sehr gerne, Alter. Ich hole mir jedes Mal runter, wenn ich einen guten Raum finde. Und von daher haben wir uns jetzt was überlegt. Ja. Ich bin jetzt noch beim Textschreiben, also ist noch alles mittendrin. Erstmal den Map-Contest, dass man kann jetzt eine Zombie-Map bauen. Und die wird dann für den Map angemeldet, indem man einen Screenshot macht. Das steht alles dann im Forum später, die Regeln und so weiter. Ja. GP erzählt immer noch ein bisschen. Ich fress mal Chips, Alter. Dein Wettbewerb, okay. Deine Idee, da musst du jetzt einfach mal durch. Ich bin das gar nicht geübt. Der startet am 20. August, der ist heute. Nee, der Quatsch, der ist am 20. was haben wir heute? Heute ist der 20. Juli, du Brain. Wie hast du so schön gesagt? Wie Homer Simpson. Genau, es geht bis zum 20. August so rum. Meine Fresse, ey. Einen Monat? Du hast einen Schatten, Alter, das weißt du. Ja, ich komm doch erst dann wieder. Ja, stimmt. Der liebe Easy, wissen das ja nicht, aber weil der Easy so viel Scheiß gemacht hat, wurde von seinen Eltern ins Bootcamp geschickt für 3 Wochen. Damit er mal endlich Anstand und Vernunft eingeprügelt kriegt. Maul, ne? Ach, nein, Leute. Ich bin 3 Wochen im Urlaub, von daher. Ja, aber in den Urlaub kann ich auch die ganzen Fragen noch klären, also ab und zu online kommen kann ich. Genau. Ihr könnt beliebig viele Karten registrieren, aber es gibt nur einmal eine Belohnung. Es gibt also für den ersten, zweiten und dritten Platz gibt es natürlich eine Belohnung von mir selber gespendet, weil ich denke mal, Infernum wird sich da schwer überzeugen lassen können. Und kurz dazu zu sagen, dürfen wir die Preise schon ansagen? Oder willst du das schon heraushauen? Das wollte ich jetzt gerade sagen, ja. Achso, dann fahre fort, also, bitte. Also für den ersten Wettbewerb jetzt, für den Kartenwettbewerb, ist der erste Platz eine 10€ Paysafe-Card. Der zweite Platz ist eine 5€ Paysafe-Card. Und der dritte Platz ist ein Monat Premium von mir spendiert. Ja, auf den Karten sollen natürlich am besten keine Camper stellen. Also ihr kennt das ja ganz oft, wenn da irgendwo Leute oben stehen und man kommt so schwer beziehungsweise gar nicht mehr ran, weil man eh mal schon tot ist, bevor man da ist. Sowas soll vermieden werden, also soll am besten nicht oben sein, oder ihr baut einfach so einen Spawnpunkt, dass man vielleicht noch von der anderen Seite oder so rankommt. Also das ist immer, sag ich mal, relativ leicht für Zombies, ist da hinzukommen. Und es sollen keine Jump-Run-Strecken mit drin sein, weil da kommt ja dasselbe letzten Endes raus. Dann jede Map, die Bugs enthält, oder jede Map, die direkt zum Farm gebaut ist und angemeldet wird, wird gemeldet, und der Erbauer kann dann natürlich mit entsprechenden Strafen rechnen. So, das hatte ich noch alles. Erwähnen bitte vielleicht noch, wie es mit der Map-Auswahl für uns werden wird, beziehungsweise wie das vonstatten gehen wird.
Achso, genau. Jede Karte, die registriert wird, es sind einige Stammmember in meinem Clan, das wären einmal Strich Krieger Strich, er macht Fun, Player Strich 2, Mr. Dino, GP und ich. Ihr könnt uns gerne immer anschreiben dann, und irgendwie, wenn ihr noch Fragen zu den Wettbewerben habt. Und einen von uns müsst ihr dann anschreiben und in euren Baumodus mit reinlassen. Wir bauen dann ein bestimmtes Zeichen hin, das ist bei jedem anders. Und stellen uns dann neben dieses Zeichen und ihr müsst dann einen Screenshot davon machen, wo das Zeichen und der Spieler zu sehen ist mit dem Namen. Das Bild stellt ihr dann ins Forum mit rein und damit habt ihr dann die Map angemeldet. Ja. Wie gesagt, also falls ihr dann solche Sachen habt, ich probiere jetzt ab jetzt diesen einen Monat lang, wenn ich gebe euch, sagen wir es so, 3 Wochen, würdet ihr schon Zeit oder müsst ihr es zumindest warten, dann so in der letzten Woche, die wäre wann? Da muss ich nochmal ganz kurz ausrechnen, wäre das die 3 Wochen jetzt vom, in der 5. Vom 13. bis 20. Also es geht vom 20. bis 20. Das kann nicht sein, dass ich da gerade im Urlaub bin, deswegen, ich probiere einfach so oft wie möglich on zu sein. Wenn ihr dann on seid, bitte einfach anflüstern, ich bin da für jede Art offen und solange es auch keine Backmap gibt und sowas, ich werde über die Map drüber gucken, wenn so okay ist, werde ich dann halt mein Zeichen geben. Ich habe es ja gerade eben geschrieben, was es sein wird. Nee, Spaß. Aber ich werde da mal gucken, wie es dann sein wird und ja, wie gesagt, also an sich, gute Idee erstmal, easy. Kommt doch ein bisschen was. Ja, da kommt auch noch ein bisschen was, wie gesagt, das ist erst Teil 1 und von 3. Wie gesagt, die anderen beiden Ideen finde ich ziemlich gut. Und mal gucken. Jetzt im jetzigen Wettbewerb kommt noch was. Ja. Ach so. Ach ja, was ich auch noch sagen wollte, na, das könnt ihr auch nutzen für die Chance, wer schon bei uns mal in den Clan wollte. Wie gesagt, wir sind kein CW-Clan, wir suchen einfach nur Spieler, die Spaß am Zombie-Modus haben und auch aktiv sind. Deswegen, wer uns dann während des Events auch positiv auffällt, beste Chance, weil wir dort sehr, sehr viel Zombie-Modus spielen werden müssen. Dort uns dort positiv auffällt, den werden wir auch anschreiben und fragen, ob er clanen möchte. So, jetzt habe ich erstmal genug geschwafelt, jetzt darf wieder der Easy reden. Genau, und Platz 1, 2 und 3 bekommen auf jeden Fall von mir eine Einladung, ob sie einen Clan wollen oder nicht, aber da habt ihr mal eine Einladung von mir. genau, dann zu den, wenn unsere Leute auf eure Karte kommen, ich meine, die Karten werden ja noch bewertet von uns, damit, also die besten Karten, damit wir die herausfinden. Und ein Kriterium ist auch, wie ihr Bricks spart. Also alle möglichen Bricks, die man nicht sieht oder die keine Relevanz für die Karte haben, die sollen natürlich alle weg, damit die Karte umso weniger leckt. Hä, bist du behindert, Alter? Wir machen ja nicht, dass wir müssen Sparenprogramm, Alter. Haut ruhig ein paar Bricks hin. Ohne Spaß. Nein. Alter, du bist ja so ein richtiger Jude. Ohne Spaß, Alter. Nein, ganz ehrlich, aber ich kenne so viele Karten, wo zum Beispiel unten noch das 5x5er-Feld, das 100x100-Feld noch komplett da ist, 5x oder so. Das ist doch, das ist viel zu viel. Also, ich sag mal, ein Bewertungskriterium ist auch das mit dem Bricks sparen. Also, die Map kann bis zu 30.000 meinetwegen groß sein, aber wenn jetzt ein Haufen Bricks sind, die man eh nicht sieht, die eh unnötig sind, meinst du? Die unnötig sind, genau. Die sollen dann weg. Also, jetzt nicht falsch verstehen. ja. Das ist erstmal alles, was ich jetzt habe, GP. Nun denn, also, um jetzt mal ganz kurz eine was noch klarzustellen, der Easy wird die ganzen Bridge-Spar-Sachen begutachten, damit jetzt nicht ich irgendwie irgendwelche anderen Sachen mache. Wie gesagt, mir ist sowas scheißegal, ich habe mal einen Gamer-PC, es juckt mich alles. Ja, ich habe halt einer, der schon bei auf VIP-Lager am 1 vs. 1 früher mal geleckt hat, also von daher... Ja, okay. Aber gut, dann, wie gesagt, ich freue mich auf den Wettbewerb, ist eine gute Idee von dir, Easy. Ich bitte um rege Anteilnahme, wie er mir auch vorhin gesagt hat. Ich habe zwar nicht viele Abonnenten, aber er meinte dafür umso mehr Zuschauer. Nun denn, ein Ruf an meine Community. Ich erwarte jetzt nicht, dass jetzt irgendjemand das Video bis zum Ende geschaut hat. Die meisten werden sich jetzt schon sowieso wieder gelangweilt abgewendet haben. Weil das Einzige, was ihr gerade gesehen habt, ein paar von meinen Kommentaren im Chat sehen werden. Aber, was wart ihr? Macht doch gerade keins klar, machen wir jetzt Tritonix, ich hab da immer Probleme mit dem Namen. Nun denn, jedenfalls, wir freuen uns auf rege Anteilnahme am Wettbewerb. Falls noch irgendwelche Fragen oder irgendetwas anderes auftauchen sollten, auf gar keinen Fall auf YouTube, denn da bin ich sowieso inaktiv. Bitte, bitte, bitte schickt mir eine PN. Ich habe meinen Posteingang auch schön leer. Wie gesagt, ich habe hier einige
Nachrichten, allein schon deine inaktive Nachricht kann ich jetzt hier mal löschen und ein paar andere. Aber zu Fragen einfach anflüstern oder so, ich werde mir Mühe geben, dass ich jede einzelne Nachricht beantworte. Ich bin generell immer jemand, der gerne probiert, irgendwelchen Leuten zu helfen, solange es nicht darum geht, zu botten oder irgendwie so eine Scheiße. Und da würde ich sagen, wem dieses... oh, scheiße, sorry, da kam gerade Landbit. Wem dieses Brickforce Let's Play seit länger... Ich hoffe nicht hinten. Scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes war es nicht. So, wem dieses Let's Play seit längerer Zeit endlich wieder ein Brickforce Let's Play, wem es gefallen hat, Leute, lasst doch einen Daumen nach oben und unterstützt mich und diesen Kanal, damit ich wieder Motivation kriege, weiter zu zocken. Ich werde nie wieder so aktiv werden wie früher, aber es werden vielleicht jetzt ein, zwei Videos wieder pro Woche kommen, die guten alten Zeiten. Und bis dann, wir sehen uns beim nächsten Let's Play von Brickforce wieder. Haut rein. Ciao.